Herzlich willkommen zu diesem Video aus meiner Videoreihe Erste Schritte in PowerPoint 2016. Es handelt sich also eine absolute Einführer-Einsteiger-Serie. Und hier geht es jetzt diesmal um den Aufbau einer Präsentation. Welche Art von Folien gibt es hier also? Dazu werden wir mal neue Folien, diese bestehende Präsentation einfügen. Du kennst sie schon aus den vorhergehenden Videos. Ich gehe jetzt dann hier zum Beispiel, wo gehen wir denn hin? Ja, bleiben wir hier bei dieser Folie. Und einfügen einer Folie geht unter anderem hier über neue Folie in der Registerkarte Start oder ich kann auch direkt hierher gehen auf Einfügen, dann kann ich dasselbe machen, klicke hier auf neue Folie und habe hier eine kleine Vorschau und hier sieht man schon so eine kleine Vorschau, wie eine Folie, die ich jetzt einfügen könnte, ausschauen würde. Es wird hier schon der Name, die Bezeichnung so einer Folie eingeblendet, es wäre so eine Titelfolie. Ich klicke das einmal an. Ich habe das jetzt hier ausgewählt, da steht noch nichts drin, aber auf der rechten Seite habe ich hier schon Platzhalter stehen. Ich könnte jetzt hierher gehen zum Beispiel und schreiben, meine erste Präsentation. Und dann hier mit PowerPoint. Okay. Dann könnte diese Folie natürlich dann auch an den Anfang. Und das mache ich so, indem ich mit der linken Maustaste hier auf der rechten Seite, auf der linken Seite hinzeige, lasse sie gedrückt und schiebe das Ganze dann nach oben. Und habe dann hier dementsprechend hier meine Titelfolie. Wenn ich hierher schaue, dann sehe ich, dass ich hier ebenfalls eine Titelfolie habe. Und hier habe ich eine andere Art von Folie. Aber schauen wir uns noch andere einmal an. Ich habe hier zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich hierher klicke, das hier zu wählen, da steht Titel und Inhalt. Ich klicke jetzt hierher, kann dann hier etwas einfügen und kann dann hier unten aus mehreren Inhaltsarten auswählen, also eine Tabelle könnte ich einfügen, ein Diagramm einfügen, eine sogenannte Smart Art Grafik, lauter Dinge, oder Bilder, lauter Dinge, die wir uns dann später noch in einem anderen Video genauer anschauen werden. Darüber hinaus, schauen wir mal, was wir jetzt noch alles uns dann hier anschauen wollen. Wir waren hier beim Aufbau einer Präsentation, also wir haben besprochen eine Titelfolie, ja, eine leere Folie einfügen, gehe ich dafür wieder mal nach vorne. Gehe jetzt hier rein und möchte eine leere Folie einfügen, neue Folie, suche mir hier leer und habe dann hier eine leere Folie. Lass mal nichts erinnern, ich könnte es dann wieder mit einem Textfeld zum Beispiel versehen. Schreibt dann hier irgendetwas hinein. Ja. Habe dann eine leere Folie befüllt, ohne irgendeinen Titel und dergleichen mehr. Was kann ich jetzt noch machen? Ich könnte, wenn ich jetzt diese Präsentation starten würde, du erinnerst dich vielleicht aus einem vorgehenden Video, ich will mir hier eine Folie aus, von der ich jetzt starten möchte, gehe auf Bildschirmpräsentation, drücke von Beginn oder ab aktueller Folie oder eben die F5-Taste, ja, oder Umschalt F5 ab aktueller Folie, da wird schon eingeblendet F5, die Funktionstaste, klicke ich einmal dann da drauf, auf F5 oder machen wir es von da aus, dann startet die Präsentation hier bei mir in dieser Referentenansicht, also ich sehe, was hier die nächste Folie wäre, wenn ich hier gleich da klicken würde, so schaut es dann am Beamer aus. Gehe jetzt aus der Präsentation heraus, drücke Escape, bin dann wieder hier und möchte dann zum Beispiel, wenn mir die Folie, die ich jetzt zum Schluss gemacht habe, doch nicht so gut gefallen, möchte sie dann ausblenden. Das heißt, man sollte sie bei der Präsentation nicht sehen. Das mache ich hier mit der rechten Maustaste, kriege ich das Kontextmenü, klicke auf Folie ausblenden und dann würde dann von Beginn an, wenn ich die Folie starten würde, würde dann eben hier diese zweite Folie eingeblendet werden und nicht die erste. Wenn du dich da richtig erinnerst, ich gehe wieder aus der Bildschirmpräsentation heraus, mache es jetzt einmal so, wird dann nicht diese Folie dargestellt, das ist es hier durch dieses Zeichen angedeutet. Könnt auch hierher gehen, markiere mehrere gleichzeitig, vielleicht mit einer Steuerungstaste und kann dann ebenfalls dahergehen und kann mit der rechten Maustaste mich entscheiden, dass ich diese Folie ausblende. Somit sind diese ersten drei Folien dann ausgeblendet, kann mich aber natürlich wieder entschließen, dass ich diese drei Folien, die ich jetzt gerade markiert habe, wieder einblende. Rechte Maustaste, Folie ausblenden nehme ich jetzt zurück, das verschwindet hier. Ich kann natürlich jetzt hier auch Folien löschen. Ich wähle jetzt gleich die drei Folien aus. Kann jetzt hierher gehen zum Beispiel mit rechter Maustaste. Folie löschen. Könnte aber auch diese Folien vervielfältigen durch Folien duplizieren. Will jetzt aber Folien löschen. Gehe nochmal zurück, um zu schauen, ob ich all das erklärt habe, was ich hier jetzt erklären wollte. Und wie ich sehe, habe ich tatsächlich hier alles dementsprechend gezeigt. Ich hoffe, dass du etwas gelernt hast. Und ich freue mich schon auf dich im nächsten Video dann aus der Videoreihe PowerPoint 2016 erste Schritte.